Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek Recklinghausen. Ich stehe hier bei uns in dem Lerncenter und möchte euch heute das E-Learning-Angebot der Stadtbibliothek vorstellen. Das haben wir neu in Zusammenarbeit mit der Firma Brockhaus bei uns im Angebot. Und E-Learning ist ja einfach ist nichts anderes als digitales, virtuelles Lernen in einer digitalen Umgebung. Und der Vorteil liegt einfach auf der Hand. Also man kann zeitungebunden, ortsungebunden, unabhängig, wo man sich aufhält auf der Welt, von jedem Ort der Welt einfach darauf zugreifen und kann die Inhalte digital bearbeiten. Also ein völlig anderes Lernen als das klassische Büffeln mit dem Buch oder mit dem College-Blog. Und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Wie kommt man denn jetzt auf die E-Learning-Plattform? Ich zeige euch das kurz. Und zwar seht ihr hier die Webseite der Stadtbibliothek Recklinghausen. Das ist die Startseite. Und wenn ihr hier auf der Startseite ein Stück runter scrollt zu unseren Online-Angeboten. Das wäre einmal die Onleihe für E-Books, E-Papers, E-Audios und alles, was dazugehört. Die DigiBib zur Recherche für wissenschaftliche Fachliteratur, Zeitschriften, Aufsätze findet man hier. Und ganz neu im Programm Brockhaus digitales Wissen finden. Wenn man dann dem Brockhaus-Link folgt, öffnet sich eine neue Seite. Da müsst ihr euch einmal als Service starten anmelden. Und zwar ganz wichtig mit eurem Büchereiausweis. Das heißt, ihr müsst hier einmal Login mit Büchereiausweis eingeben und einmal die Institution auswählen. In dem Fall natürlich Recklinghausen. Einmal auswählen und mit der Benutzernummer, die hinten auf dem Ausweis draufsteht, einmal unter E-Mail-Benutzername anmelden. Das Passwort ist das euer normales Standardpasswort, das ist das Geburtsdatum 10-stellig mit Punkt dazwischen. Und dann seid ihr bei Brockhaus eingeloggt. Und hier seht ihr auch schon den Aufbau der Seite. Es gibt drei Module. Einmal die klassischen Nachschlagewerke, also die Online-Enzyklopädie, dann Online-Kurse. Das sind spezielle Übungen zu fachbezogenen Themen, also alles, was euch in der Schule mehr oder weniger Spaß macht. Auch viele Schmerzthemen wie Mathe, Englisch sind dabei. Und dann nochmal ein Kinderlexikon. Das Kinderlexikon ist so für 7- bis 10-jährige Kids geeignet. Die stelle ich euch kurz vor, die Module. Fangen wir mit den Nachschlagewerken an. Was auch sehr schön ist, man sieht hier immer Themen des Monats. Das heißt, alles, was gerade aktuell ist. Coronavirus ist jetzt nicht dabei, können wir aber gleich mal suchen. Wird hier aufgeführt. Und man kann auch direkt immer sehen, wo kommen die Einträge her. Aus dem Jugendlexikon oder aus dem Erwachsenenlexikon. Wenn wir jetzt mal nach dem Coronavirus suchen, dann sieht man hier den klassischen Enzyklopädie-Eintrag, Coronaviren, und kann hier auch nochmal wechseln zwischen der Enzyklopädie und dem Jugendlexikon. Der Unterschied ist einfach, dass die Artikel im Jugendlexikon etwas kompakter sind und etwas kürzer. Es sind aber trotzdem immer Links hinterlegt, also im Prinzip so, wie ihr das von Wikipedia kennt. Man kann immer jeweils den Links folgen und wird dann weitergeleitet und kann sich so tief in ein Thema einarbeiten. Auch ganz wichtig in der Enzyklopädie, alle Artikel sind zitierfähig. Der Vorteil bei den Brockhaus-Artikeln ist einfach, dass sie redaktionell geprüft sind und die Quellenangabe könnt ihr dann für eure Hausarbeiten, Facharbeiten als Zitat verwenden. Und über das Menü kommt ihr dann wieder auf die Hauptseite mit den drei Modulen zurück. Als nächstes zeige ich euch die Online-Kurse. Und zwar ist das fachbezogenes Schülertraining für alle Fächer, wo ihr vielleicht in der Schule irgendwie Probleme mit habt. Sagen wir, ihr braucht ein bisschen Englisch-Nachhilfe oder wollt nochmal ein bisschen Englisch-Grammatik üben. Dann seht ihr das hier nochmal. Hier ist es thematisch nochmal unterteilt in einzelne Module. Pronomen, Verb, die Zeiten. Wenn ihr jetzt Probleme mit der Vergangenheit habt zum Beispiel, geht ihr ins Modul und seht dann hier unterschiedliche Übungen. Erstmal eine theoretische Einführung nochmal, was genau beachtet werden muss bei den Grammatikregeln, Past Progressive, was wichtig ist. Und dann kommt ihr zu den Übungen und könnt euch dann hier selber auch testen. Das ist ganz gut für eine Klausur oder für eine Arbeitsvorbereitung, dass ihr hier Übungen starten könnt. Dann zeige ich euch noch das Kinderlexikon. Also wie gesagt, das ist so für 7- bis 10-jährige Kinder. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Wind eingibt, dann seht ihr mehrere Vorschläge und man sieht auch, das Kinderlexikon ist etwas visueller orientiert. Das heißt, es arbeitet mehr mit Bildern. Wenn man dann in so einen Artikel mal reingeht, sieht man, es ist kindgerecht.
relativ leicht beschrieben, aber auch verlinkt. Das heißt, man kann sich dann direkt auch das Vakuum oder das Wetter oder Windmühlen und Windenergie anschauen. Und hier sind immer noch mal kurze, kindgerechte, einfache Informationen. Ja, ich hoffe, das neue E-Learning-Angebot der Stadtbibliothek Recklinghausen hat euch gefallen und ihr könnt da für euch einen gewissen Mehrwert rausziehen. Weiterhin ist auch geplant, dass die Stadtbibliothek Recklinghausen mit den Schulen, mit den städtischen Schulen oder auch mit den Klassen einzelne Einführungen oder Führungen nochmal plant. Und wir können das auch gerne nutzen, wenn ihr mit euren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen vorbeikommen wollt, zur Rechercheübungen oder um euch das nochmal einzeln zu zeigen, könnt ihr das gerne mit euren Eltern, mit euren Lehrern, mit allen möglichen Leuten, die ihr kennt, nochmal absprechen und uns bezüglich Terminen für Klassenführungen auch nochmal anfragen. Das wäre noch ein Angebot an euch, dass ihr euch das euren Eltern und euren Lehrern auch nochmal erzählt.